Newcomer des Monats. Januar 2010. Ohne Rock kann man sich die heutige Welt sicherlich kaum vorstellen und der kommt aus der ganzen Welt von so vielen verschiedenen Bands und die Band, die ich euch heute vorstellen möchte, nennt sich Nevermind und kommt aus Leipzig. Hallo Jungs, wollt ihr euch nicht mal jeder vorstellen und erzählen, was für Instrumente ihr spielt? Yo, ich bin Stone, der Schlagzeuger der Band. Ich bin Lammertip und spiel Bass. Ich bin Lennart und spiele die eine Gitarre. Ich bin Jake, ich singe und spiele die andere Gitarre. Alles klar, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, Musik zu machen und warum ausgerechnet Rockmusik? Also Rock hören wir eigentlich alle gern und irgendwann saßen wir dann zu viert im Proberaum und das ist bei rausgekommen einfach. Okay, mich interessiert ja vor allem, wie die Bands und Sänger immer auf ihre Namen kommen. Was hat denn bei euch Nevermind für eine Bedeutung? Überhaupt keine, es klingt geil und deswegen heißen wir so. Okay, wie viele Songs habt ihr denn ungefähr schon aufgenommen? Also abgesehen vom White Album und Sgt. Pepper sind wir so ungefähr bei 22 Songs. Und mit einem Song seid ihr letztes Jahr in den Recall einer Online-Casting-Plattform gekommen. Das war euer Song Reinventing the Noise. Wie kam es dazu und wie hat es euch da vor der Jury gefallen? Ja, ich habe im Internet davon gelesen, dass man sich da bewerben kann. Das haben wir dementsprechend auch getan. Dann sind wir in den Recall gekommen. Das Video zu drehen war eine ziemlich coole und interessante Angelegenheit. Und das mit der Jury hatte nicht wirklich für uns eine Bedeutung, weil es war auch nicht ausschlaggebend, um irgendwie weiterzukommen. Also, ja, es war nett. Okay, dann hören wir uns jetzt einfach diesen Song mal an. Hier ist Reinventing the Noise von Nevermind und danach gibt es Sunrise Avenue mit Fairytale Gone Bad und danach sprechen wir nochmal weiter mit den Jungs von Nevermind. Bis gleich. Das war Fairytale Gone Bad von Sunrise Avenue bei Kiel FM. Und ich habe immer noch die Jungs von Nevermind bei mir. Der eine oder andere will vielleicht wissen, wie er an die rockige Musik herankommt. Gibt es eure Lieder irgendwo zu kaufen? Also unsere Musik gibt's eigentlich nur auf der Seite zu kaufen von uns. Die ist www.nevermind.de. Und dort einfach auf den Shop klicken und dann kann man neben der aktuellen CD auch noch zahlreiche andere extrem wichtige Accessoires bestehen. Aha, Markus, Stefan, Thilo, Steve, wer von euch schreibt denn eigentlich die ganzen Songtexte und singt ihr nur auf Englisch oder hat es auch schon deutsche Texte bei euch gegeben? Also ich, der Jake, schreibe alle Texte, ich ganz alleine, die anderen gucken einfach nur blöd zu. Und wir singen nur Englisch, haben auch noch nie deutsche Texte geschrieben und das wird auch nicht mehr vorkommen. Ja gut. Weil es gibt halt nicht viele gute Bands, die gute deutsche Texte schreiben können und wir wollen nicht noch eine weitere sein, die schlechte schreibt. Alles klar. Mehr über euch und eure Musik gibt es ja auch online. Sagt mir doch nochmal eure Adresse bitte. www.nevermind.de oder auf myspace.com/nevermindband. Alles zusammengeschrieben. Alles klar. Vielen Dank für das Interview, Jungs, und danke, dass ihr da wart. Macht's gut und viel Erfolg auch weiterhin. Ciao. Tschüss. 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 Und wir vom Kieler Jugendradio spielen nun noch einen weiteren Titel von Nevermind, der Newcomer-Band des Monats Januar 2010. Hier ist Wake the Dead auf Kiel FM.